Wir sind das 5. Jugendparlament der Stadt Oberhausen. Aus fast jeder Oberhausener Schule haben wir 2 oder 3 Vertreter, meistens ein Junge und ein Mädchen. Und wir treffen uns hier alle als Gremium und tagen heute. Die Einbringung der Jugendlichen in Oberhausen ist besonders wichtig, weil die Politiker so an sich halt immer nur so aus ihrer eigenen Sichtweise Dinge erkennen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Jugendliche agieren und in der Politik auch was zu sagen haben und laut sein können. Wir sind die Stimme der Jugendlichen in Oberhausen. Wir sind heute hier bei unserer 13. Sitzung des Jugendparlamentes und besprechen unter anderem unsere soziale Aktion an Weihnachten und auch ganz viele andere Themen. Besonders am Herzen liegt uns das Thema Schule und Digitalisierung, und dabei haben wir heute auch noch das Thema Stork, worüber wir sprechen werden, denn wir machen einen Fragenkatalog, den wir dann der Stork übergeben werden. Wir sind sehr froh darüber, dass wir erfolgreich unsere Mängellisten der Schulen an den Stadtrat abgeben konnten. Außerdem ist unser Plan für die Zukunft, dass wir die Wahl des 6. Jugendparlamentes leiten. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir unsere weiteren Projekte auch so erfolgreich durchsetzen können, und freuen uns auf die Umsetzung.